Der Zweite Weltkrieg, der ist ja seit fast 70 Jahren vorbei. Aber seine Hinterlassenschaften, die stehen noch überall. Allein in Moers gibt es noch mehr als 100 Luftschutzbunker, die meisten zum Glück unterirdisch. Aber immer dann, wenn irgendwo was Neues gebaut werden soll, dann stößt man auf so einen Betonklotz. Und der erweist sich in der Regel als unkaputtbar. Das Einzige, was dagegen hilft, ist immer wieder zu sprengen, und zwar vorsichtig. Ein kurzer, dumpfer Knall. Die Erde unter den Füßen zittert ein bisschen und das war es auch schon. Auf den ersten Blick nicht sonderlich spektakulär, die Bunkersprengung an der Wiedstraße in Moers. Doch genau darauf kommt es Andreas Polivka an. Der unterirdische Bunker kann nur so abgerissen werden, Stück für Stück gesprengt, alles andere wäre zu heftig. Wenn wir das jetzt in einmal sprengen, dann haben wir die gesamten Erschütterungen auch in einmal aufs Gebäude. Das heißt, wir machen jetzt einen schonenden Abbruch, immer stückchenweise, dann sind die Erschütterungen unten und die Anwohner haben auch noch Freude an ihren Gebäuden. Sorgfältige Vorbereitung ist Pflicht. Ein Kilo Sprengstoff soll das Bunkerdach so zerreißen, dass der Beton mit dem Bagger abgetragen werden kann. Danach sind die 1,50 Meter dicken Wände dran. Wir sprengen bestimmt 5, 6, 7 Mal jetzt in den nächsten Tagen. Täglich 2 Sprengungen und immer nur ein Stück vom Bunker. Frühjahr 1945. Die Alliierten bombardieren fast täglich das Ruhrgebiet, auch Moers, denn hier waren große Treibstofflager. Damals waren die kleinen Bunker lebensrettend für viele Menschen. Heute ist der Bunker ein Keller unter dem Verwaltungsgebäude des städtischen Energieversorgers. Im Krieg hockten hier bis zu 40 Menschen. Das ist ganz schön eng, aber für damals, was man erlebt hat, war man froh, in einem solchen Bunker zu sein. Man hatte Angst, man wusste, dass oben sehr viel passieren würde und kaputt gehen würde. Und dann war es hier unten sehr beengend und dann gab es ja auch eine Bunkerordnung, dass man sich ordentlich hier unten verhielt und dann mit Kindern und so weiter. Es war schon schwierig und dann eben das befreiende Gefühl, wenn man hinterher wieder raus durfte. Ein Foto von der Bunkerordnung gibt es noch. Da heißt es zum Beispiel, verboten ist hier lautes Schwätzen, das Schimpfen, Meckern und das Hetzen. Alles andere in Vergessenheit geraten. So lange, bis mal wieder ein Bunker gesprengt werden muss, weil keine andere Abrissmethode den dicken Beton zerstört. Perfekt, sieht gut aus. Die Lademenge war richtig und bin vollkommen zufrieden. Bis Samstag soll nun täglich 2-mal gesprengt und gebaggert werden. Dann ist das Stück Kriegsgeschichte verschwunden und Platz für ein modernes Mehrfamilienhaus samt Tiefgarage.